So, da bin ich wieder mit Kapitel 7. Demnach Tag an euch alle oder Abend oder wie auch immer, wann ihr das anschauen werdet. Ich habe jetzt dieses Kapitel gerade schon mal gespielt, aber irgendwie hat es nach der Aufnahme diese Aufnahme zerrissen. Und ich weiß nicht wieso. Es kotzt mich richtig dermaßen an. Jetzt darf ich nämlich noch einmal eine Stunde und 20 Sekunden circa nochmal machen. Minuten meine ich. Eine Stunde, 20 Minuten. So, jetzt habe ich es hoffentlich. Und es lief gerade so unglaublich gut wie noch nie. Ja, und ja, was soll ich jetzt noch großartig sagen? Ich glaube, ich fange hier einfach mal an. Bevor ich hier noch irgendwie durchdrehe. Es hat mich gerade wirklich ziemlich angekotzt. Ich bin gerade einmal richtig ausgerastet. Weil es ist nicht das erste Mal, dass mir irgendwie hier ein Missgeschick passiert, weil ich zu unvorsichtig bin. Aber das, ja, das war jetzt echt die Krönung. Weil das war jetzt nicht meine Schuld. Ich habe einfach nur die Aufnahme beendet und die Aufnahme war weg. Naja, gut. Also, wir kaufen für unseren Raven zwei Schwertkämpfer. Für unseren Cyrano drei vier Echsen, für unseren Armitas drei oder vier schwarze Mönche, für unseren Beretta. Ja, was geht man in dem? 24 Angriff, 10 Verteidigung. Ja, der kriegt hier mal, ja, drei Schlechter mal ausnahmsweise, während Nyana zwei Amazonen bekommt. So, Nyana wird hier wahrscheinlich jetzt. Ja, keine Ahnung. Jetzt muss ich echt überlegen, wie ich das am besten mache. Weil es lief gerade eigentlich sehr gut, so wie ich die Waffen verteilt hatte. Aber ja, ich weiß schon, wie ich es mache. Nein, Nyana behält das nicht, was sie hat. Sie bekommt das Nachtschwert. Dann bekommt. Aha, dann bekommt Raven den Silberdolch und die Blutaxt. Beretta bekommt noch ein Holzschild. Oder machen wir das so? Machen wir so. So sind alle ganz gut. Das wären hier jetzt plus 6 Angriff, plus 2 Verteidigung. Das plus 2 Angriff, plus 0 Verteidigung, plus 2 Angriff und Magie. Plus 1, plus 1, plus 9, plus nix. Kapitel 7, die Höhle der Skelette. Vor allem hab so viel geredet. Das ist mir noch nie passiert, dass ich so viel geredet habe wie jetzt in Kapitel 7. Kommt nur, junger Prinz, kommt und verzweifelt. Aufgabe: Raven muss den Ausgang der Höhle finden. Verloren, Tod von Raven oder Nyana oder bei Einstürzen der Höhle. Ja, jetzt weiß ich halt nicht, was ich alles sagen könnte, ne? Das ist schlimm, weil ich wiederhole mich so ungern. Aufpassen, der Eingang ist verriegelt und wir können nicht mehr zurück. Bleibt zusammen, in dieser modrigen Gruft sieht man ja die Hand vor Augen nicht. Wo ist übrigens Urboss abgeblieben? Ich weiß es, ich weiß es. So streng, wie es hier riecht, kann man sich nur wünschen, dass die Verursacher gerade nicht zu Hause sind. Gut. Ich hoffe, es läuft wieder gut, weil ich habe jetzt was anderes vor. Und ich hoffe, die Aufnahme, die funktioniert. Ich drehe durch, wenn es nicht klappt. Mein Audiorekorder läuft und der Output ist okay. Bin ich einmal gespannt. Ich sehe es aber schon wieder kommen. Irgendwas läuft schief. Das ist in letzter Zeit wirklich öfter so. Das ist unglaublich. Also ich habe jetzt ein paar Aufnahmen schon gehabt in diesem Spiel. Da ging einfach nicht das, was ich wollte. Entweder hängt sich das Spiel halb auf oder ich vergesse mein Audiokommentar aufzunehmen.
Oder das Video habe ich sogar schon mal vergessen aufzunehmen. Ist schon vieles vorgekommen, ja. Aber dass die komplette Aufnahme plötzlich weg ist, vor allem ich habe den Audiokommentar noch, ja. Dass die komplette Aufnahme weg ist, das hat mich echt angekotzt. Naja, wie dem auch sei. Bevor ich vorhin schon gespielt hatte, habe ich erzählt, ich habe jetzt seit einiger Zeit, also einigen Tagen nicht mehr gespielt. Ich war mit etwas anderem beschäftigt, zum Beispiel Jaguar XJ220, was ich ja zurzeit auch hochlade. Ich habe keine Ahnung, weil ich diesmal nicht das Video hochlade, dann wird wahrscheinlich Jaguar schon fertig hochgeladen sein. Habe ich keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nicht. Und wenn ihr Geräusche hört, dieser scheiß Hausmeister vorbei uns in der Ecke ist schon wieder da. Er macht Lärm. Viel Lärm. Gut, meine erste Runde kann ich, glaube ich, erstmal beenden. Es gab eigentlich ein paar Sachen zu erzählen, aber ich habe jetzt echt nicht mehr im Kopf, was das alles war. Unglaublich. Ja, dieser Skelettmeister tut jetzt erstmal zaubern und zwar Giftregen, zieht natürlich 3 Lebenspunkte ab, damit kann ich aber leben. Körperfresser, die haben. Ja, jetzt habe ich vergessen zu gucken, na super. Habe ich vorhin im Spiel schon vergessen zu gucken, was die haben. Skelettmeister 31, nein, Schmann. Da hier geht's schon wieder los. Jetzt bin ich hier total verwirrt. Ich bin ganz anders mit den Gedanken. Irgendwo ganz anders. Die haben 19 und 15. 21, 18. Der kann noch einmal zaubern. Gleich kann er es nicht mehr. Weitere Funktionen. Nein. Ausruhen. Oh mein Gott. 800 Erfahrungspunkte hat er und 1700 Erfahrungspunkte kann er haben. Dann ist er Level 4. Schädel, Leschmann, Skelettstab, Skelettschild. Der Wächter ist ein Pendler zwischen den Dimensionen, der mit den Seelen der Ermordeten den Tunnel zwischen seinen Existenzebenen festigt. Ja, was ich da vorhin auch gesagt hatte. Dieser Penner kann Level 4 werden. Ich kann das nicht mit meinen Charakteren. Schwein. Nyana wird hier einen Alleingang machen, einen wirklich großen Alleingang. Mal schauen, wie groß er wirklich wird. Weißt du, habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert, wie ich es jetzt ausprobieren werde. Ich denke mal, sie wird mindestens zwei Anführer mit deren Einheiten zerstören, weil ich habe Nyana, habe ich noch nie auf Level 3 gehabt. Wo bist denn du jetzt? Hier. Noch nie auf Level 3 gehabt. Dafür braucht ihr viel zu viele Erfahrungspunkte. Genauso habe ich den Charakter, den wir noch bekommen werden, irgendwann in Level. Oh Gott, das habe ich wieder vergessen. 13 war es nicht. 10 war das. In Kapitel 12 werden wir den nächsten Charakter bekommen. Und ja, der wird Level 1 sein, ja. Es ist eine Tortur, den hochzuleveln auf Level 2. Und wenn einem das noch nicht genug Nerven gekostet hat, wird es auf Level 3 aufleveln genug Nerven kosten. Das könnt ihr mir glauben. Gut, bin ich hier jetzt wirklich fertig? Der Retard bleibt da. Du brauchst keine Verfolgung mehr. Unser Hausmeister ist schlimm. Ich weiß zwar nicht, was der zu Hause so alles erlebt. Auf jeden Fall habe ich manchmal echt das Gefühl, der geht ungern nach Hause. Der tut dir lieber 2, 3 Stunden Rasen mähen, 2, 3 Stunden mit dem Laubgebläse rumblasen, gerne auch gegen den Wind, so damit alles schön in Luft herumgeschleudert wird. Und heute ist er schon wieder ungefähr, ja, ich habe keine Ahnung, 1 Stunde da, dabei, die Müllcontainer herumzuschieben.
Wer weiß, was der wirklich. Oder wer weiß, wie viel Langeweile der haben muss. Gut. Nyana habe ich gezogen. Hey, wenn sich mein Spiel jetzt wie hier wieder halb aufhängt, drehe ich durch. Meinen ersten Ausraster habe ich ja schon gehabt. Ich brauche jetzt aber auch erstmal eine Zigarette. Und Entschuldigung, wenn ich hier ständig in mein Mikrofon hereinblase oder schnaufe oder rede. Okay, reden ist okay. Es ist irgendwie momentan sehr sensibel, obwohl ich es ziemlich weit weg habe vom Kopf, vom Mund. Da seht her, die Echsen. Ich mag die Echsen. Die sind so super. Die hauen hier echt so also ziemlich alles nieder. Aber jetzt werden sie definitiv einen verlieren. Okay, zwei. Und ich möchte mich schon mal im Voraus entschuldigen, wenn ich ständig huste oder mich räuspere. Ich weiß auch nicht, was das. Warum das immer passiert, wenn ich gerade ein Spiel aufnehme, liegt aber wahrscheinlich daran, weil ich Milch trinke, gerade nebenbei, richtig schöne kalte Milch. Und nebenbei rauche. Und ja, viel Rede dürfte auch eine Rolle spielen. Wobei es ja jetzt einigermaßen okay ist, wie ich merke. Gut. Dann die schwarzen Mönche. Amitas geht hier hin. Nyana macht hier einen Alleingang. Hab ich schon erwähnt, oder? Ja, gut. Und Cyrano, dessen Namen ich einfach nur so richtig geil finde, Cyrano, heilt sich. Übrigens habe ich gerade keine Ahnung, warum ich für die Nyana zwei Einheiten gekauft habe. Aber besser Vorsicht als Nachsicht, auch wenn sie jetzt halt irgendwo rumgammeln, muss sie eh nicht gebraucht werden, aber naja. Ich werde doch hier jetzt nicht wirklich Echsen verlieren, also eine Einheit verlieren. Oh mein Gott. Das dürfte das N. Nein, doch noch nicht. Okay. Wobei die schwarzen Mönche spätestens im nächsten Kapitel komplett ausgedient haben werden. Deswegen lasse ich das jetzt hier dem Amitas ganz alleine machen. Weil der braucht Erfahrungspunkte. Dringend braucht er Erfahrungspunkte. Ich möchte ihn so schnell wie möglich auf Level 3 bringen. Was natürlich hier jetzt nicht passieren wird in diesem Kapitel. Hier wird er maximal höchstens. Bis, ja, ich habe es vorhin ja auch gesehen. Scheiße. Ja, der wird schon noch ein paar Erfahrungspunkte jetzt bekommen. Es darf aber erstmal seine ganzen Einheiten hier ausruhen lassen. Einheiten ausruhen. Raven braucht jetzt die Verfolgung nicht mehr. Nyana. Dann Cyrano.
Aha. Schön. Cyrano kann ja zaubern, was er auch gleich mal macht mit seinen Einheiten. Die sollen ja mal wieder hier schön bei 9 sein. Bis auf der eine, da ist es bei 8. Ich glaube, jetzt bin ich auch schon fertig. Nein, bin ich noch nicht. Schlechter. Ich überlege bloß gerade was. Ich hatte eigentlich was komplett anderes vor, aber ich denke, das, was ich jetzt mit dem Beretar machen wollte, wird Cyrano machen. Weil ich möchte mal die Schlechter in Aktion sehen. Habe ich noch nie gesehen. Die sind aber langsam. Denn Nyana hat noch was anderes dann zu tun. Nachher. Wird noch eine Weile dauern. Nyana, dich habe ich schon gezogen. Dich habe ich gezogen. Sehr schön. Sehr schön. Kein Mann verloren. Ah, jetzt einen. Damit kann ich leben. Sehr schön. Sehr schön aus dem Grund, Amitas hat eine 3 bei Magieverteidigung. Das heißt, er bekommt keinen Schaden. Das ist mein Magier, der halt immer die ganzen Attacken, die Magieattacken von den Gegnern abfängt. Oh Gott, sehr schön. Weniger schön. Gut. Cyrano. Sehr schön. Dann der 4, der wird wahrscheinlich auch abkratzen. Gut. Aber ich werde jetzt doch keine Echseneinheit verlieren, oder? Nö, gut. Oh, das hat gleich 2 gekostet.
Du hattest Körperfresser, genau. Leicht abzumurksen. Wir gleich sehen werdet, so in 4, 5, 6 Runden, je nachdem wie schnell Nyana ist. Doch, okay, diese schwarzen Mönche vom Amitas, die können doch einigermaßen gut austeilen, das wundert mich jetzt aber. Aufnahme läuft noch, ja und ja, gut. Weil ich werde zum Tier, wenn es wieder misslingt. Ich habe bei solchen Sachen eigentlich null, wie nennt man das jetzt, verdammte Kacke? Ach, ist jetzt wurscht. Weitere Funktionen. Und ihr solltet aufhören, ins Mikrofon reinzublasen. Und du darfst dich erstmal heilen. Und ich denke mal, Cyrano ist schon ausgeruht. Ja, ich wollte eigentlich auch was anderes machen. Einheiten ausruhen. Bin ich eigentlich schon fertig? Genau, du Arschloch, heil dich auch noch. Gut. Das heißt, noch einmal ausruhen und dann kann Jana Schlachten. Den einen hätte die auch noch platt machen können, ganz ehrlich. Den einen hätte ich auch noch platt machen können. Meine Güte. Und jetzt kommt wieder einer, ne? Zwei sogar. Schlecht. Aber ich kann dir schon mal eines verraten. Nächstes Kapitel wird dann wahrscheinlich so dermaßen der Arsch aufgerissen werden. Weil da kommen die Gegner, die sind die Wucht. Also, ja. Unglaublich. Okay, du tust deine Einheiten ausruhen. Mal wieder. Herr Alter! Geht doch. Nyana, ausruhen. Gut, dann bin ich hier eigentlich. Nein, noch nicht. Ich muss speichern. Aufnahme läuft noch. Perfekt.
So, Skelettmeister, das dürfte es gleich für dich gewesen sein. So, das war's schon für dich. Narren, die ihr doch seid. Ihr könnt mich gar nicht töten. Ihr macht mich nur jedes Mal stärker. 50 Punkte, 120 Gold für unseren Cyrano. Und der Cyrano, der macht sich jetzt auch auf den Weg, wo ganz woanders hin. Habe ich den Lyanna jetzt schon ausruhen lassen? Ja, oder? Ja. Amitas, oh mein Gott, ich bin halt schon wieder so verpeilt. Okay, der hat seine Aufgaben auch gemacht. Dann kann ich schon wieder beenden. Sieben. Sechs. Fünf. Oder auch nicht. Dafür werden es jetzt wahrscheinlich vier. Oder auch nur fünf. Jetzt aber vier. Leck mich doch am Arsch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, macht nichts. Das werde ich schon irgendwie packen. Nyana geht da hoch. Cyrano nimmt einen anderen Weg. Cyrano, du bist da. Beretta geht hier hinunter. So ist das gut. Oh mein Gott. Du gehst. Ja, genau. Natürlich wieder wahrscheinlich nur ein einziges Feld, um dann die Truhe zu bekommen, die sich gerade im Dunkeln versteckt. Ist ja nichts Neues. Passiert mir eigentlich immer so.
Boah, was bist du denn für ein Sack? Aber hey, ich glaube, das war's. Spielstand speichern. Na also, geht doch. Narren, die ihr doch seid. Ihr könnt mich gar nicht töten. Ihr macht mich nur jedes Mal stärker, du scheiß Mikrofon. Ich hau dich gleich weg. 50 Punkte, 120 Gold für Amitas. Wie gut er wohl kämpfen kann. Naja. Dann Nyana, ich glaube, jetzt so langsam kannst du hier an die Reihe. Jetzt habe ich natürlich die anderen ganz vergessen. So war es jetzt eigentlich nicht gedacht. Narren, die ihr doch seid. Ihr könnt mich gar nicht töten. Ihr macht mich nur jedes Mal stärker. 50 Punkte, 120 Gold. Für Nyana. Jetzt muss ich hier echt die ganzen Gegner töten. Einzeln. Scheiße, Mann. Ich glaube, ich mache das anders. Spielladen. Ich habe erst gespeichert. Ja, habe ich. Okay, was ist der da erstmal wieder weg? Ja, 50, 120. Das heißt, der ist hier. Eins, was, wie viel? Eins, zwei, drei, vier. Sehr schön. Und ein Soundfehler im Hintergrund.